Hey, willkommen zurück am Samstag. Wie versprochen gibt es heute ein Live-Flirt-Video. Den heutigen Live-Flirt, den ich dir komplett zeige, von Anfang bis zum Ende, der geht ungefähr 4 Minuten. Den habe ich ausgesucht, weil das ein sehr sauberer Flirt ist und weil darin Dinge passieren, die gut darstellen, an welchen Stellen man manchmal in seinem Flirt dranbleiben sollte. Das wirst du gleich im Flirt nochmal genauer sehen. Achte auch so ein bisschen auf die Art und Weise, wie ich wirke im Flirt. Meine Wirkung ist natürlich nicht absichtlich, das heißt, ich mache das nicht mit Absicht, sondern ich wirke mittlerweile einfach so. Aber du kommst dann an diesen Punkt, dass du relativ entspannt und locker im Flirt bist, wenn du es regelmäßig machst, wenn du den richtigen Weg gehst, wenn du dich auch als Mann weiterentwickelst. Ja, all die Sachen habe ich in meinem Buch schon drüber gesprochen, in vielen Videos schon drüber gesprochen, deswegen weißt du da wahrscheinlich schon Bescheid. Wir starten einfach mal in den Live-Flirt durch und du wirst immer die Szene sehen, danach kommentiere ich dir die Szene und sage dir sozusagen, was wichtig ist und was du aus dem Live-Flirt lernen kannst. Hier, ganz kurz. Hi. Hi. Du hast mit Abstand den verrücktesten Style, den ich heute gesehen habe. Und deswegen dachte ich mir, verdienst du es, dass ich dir Hallo sage. Hi. Wie heißt du? Tim. Nimm mal deine Brille ab. Ich krieg kann gar nicht connecten zu dir. Cool. Cool. Also solltest du öfter deine Brille abtragen, weil deine Augen sind cool. Das ist schon Augen. So, du hast meine Begrüßung gesehen und meine Begrüßung war, ich fand, du sahst, oder ich habe gesagt, du sahst ganz cool aus und ich fand, das war es wert oder hast es dir verdient, dass ich dir Hi sage. Ich baue in meine Flirts immer mehr Qualifizierungssachen ein. Qualifizierung bedeutet einfach, dass du die Frau qualifizierst bzw. ihr zeigst, dass du kein Mann bist, der bedürftig nach einer speziellen Frau ist. Also ich lerne super viele Frauen kennen und deswegen gehe ich mittlerweile mit Frauen ganz automatisch anders um, als wenn ich nicht so viele Frauen kennenlerne. Ein normaler Mann würde vielleicht auf die Frau zugehen und würde sagen, hey, du bist super süß, ich würde dich voll gern kennenlernen und investiert sozusagen sehr schnell sehr viel Zeit und sehr viel Aufmerksamkeit, aber ich bin da eher ein bisschen relaxter und sage ihr, dass sie es sich verdient hat, dass ich hier Hi sage. Ich finde es auch immer lustig, wie die Leute darauf reagieren. Sie hat dann ganz entspannt darauf reagiert. Aber alleine die Wortwahl macht natürlich hier einen Unterschied und unterstreicht einfach nochmal, von welcher Position ich hier komme, auch im Gespräch. Wie gesagt, das kann man taktisch verwenden. Bei mir ist es mittlerweile tatsächlich einfach meine Persönlichkeit geworden und auch aufgrund der Tatsache, dass ich mittlerweile super viele Frauen kennenlerne, ist das einfach Normalität für mich geworden. Aber das ist das Optimum, wo du hinkommen möchtest. Ja, dass die Frau halt merkt, oh, okay, das ist jetzt nicht der 0815-Mann, der sich sofort vor meine Füße schmeißen würde, um mir zu gefallen, sondern ein Mann, der durchaus Auswahl hat. Und solche Sachen, ja, solche Sätze wie dieser kommunizieren halt Auswahl. Dann die andere Sache, die du dir siehst, ich sage ihr, dass sie mal die Sonnenbrille abnehmen soll, weil ich ihre Augen nicht sehen kann. Ich habe das gemacht, weil ich ihre Augen nicht sehen kann und ihre Augen gerne sehen wollte. Aber was diese Sache auch ist nebenbei, ist ein Compliance-Test. Compliance-Test bedeutet, dass du testest, wie sehr die Frau bereit ist, deiner Führung zu folgen. Also klar, wenn ich jetzt zu der Frau sage, setz mal deine Sonnenbrille ab und sie macht es nicht, dann ist sie weniger bereit, meiner Führung zu folgen, als wenn sie es tut. Ja, wenn ich zu der Frau sage, komm, wir gehen mal darüber und sie kommt nicht mit, dann ist sie offensichtlich weniger bereit, meiner Führung zu folgen, als wenn sie es macht. Ja, wenn ich sage, gib mir mal deine Hand und sie macht es nicht, ist sie weniger bereit, meiner Führung zu folgen, als wenn sie es macht. Was du mit diesen Compliance-Tests rausfinden kannst, ist, wie sehr ist die Frau interessiert, wie sehr ist die Frau auch bereit, Führung an dich abzugeben. Und was ich dir empfehlen kann, ist, diese Compliance-Test immer mal wieder einzubauen. Das war an dieser Stelle kein aktiver Compliance-Test. Manchmal mache ich das auch aktiv. Das war wirklich, weil ich ihr Gesicht sehen wollte. Aber es ist auch ein Compliance-Test, weil ich habe dann direkt gemerkt, okay, da ist wohl Grundinteresse vorhanden erstmal. Deswegen ist sie meiner Führung da gefolgt an dieser Stelle. Hätte sie kein Interesse gehabt, hätte sie wahrscheinlich ihre Brille nicht abgesetzt oder wäre sofort weitergegangen. Compliance-Test kannst du aber auch zum Beispiel benutzen, wenn du die Frau küssen willst, kannst du auch vorher Compliance-Tests benutzen, um zu schauen, wie weit ihr überhaupt seid. Ja? Bevor du sie küssen willst, kannst du zum Beispiel sagen, gib mir mal deine Hand und du kannst sie einmal zum Beispiel drehen, das kennst du wahrscheinlich, und siehst halt an diesem Compliance-Test, wie bereit ist sie denn schon für Körperkontakt? Wie bereit ist sie denn mir zu folgen, meiner Führung zu folgen? Und diese Sachen mache ich immer wieder auf dem Date und auch allgemein im Flirt, um mal zu schauen, wo stehen wir gerade, wie bereit ist sie bereits, mir in meiner Führung zu folgen, weil das ist das, wo ich gerne hinkommen möchte, dass sie mir halt vertraut, dass sie mir in meiner Führung folgt und dann kann ich ein Date gestalten, was für uns beide einfach toll ist und was für uns beide dahin führt, worauf auch immer wir Lust haben in dem Moment. Danke. Aber es ist krass, wie du so das Schwarz durchziehst, sogar bis zu deiner Handyhülle und bis zu deinem Kopf. Ja, aber das Handy ist schwarz. Das
Ziemlich konsequent. Du müsstest weiße Kopfhörer kaufen, das wäre so ein bisschen... Das, ne? Oh, puh. Das weiß. Ist aber ganz schön viel weiß in deinem Outfit. Das ist aber... Das ist nicht schlimm. Krass. Hier gehe ich auf ihr komplett schwarzes Outfit ein. Also es war alles schwarz. Sonnenbrille war schwarz, Lippenstift war schwarz. Über den Lippenstift reden wir auch kurz. Das Kleid war schwarz, die Schuhe waren schwarz. Und das ist das, was ich dir auch immer empfehle. Geh halt situativ auf das ein, was da gerade passiert. Also ich schaue mir die Frau an und gucke, hey, was ist auffällig? Ja, weil viele Männer kommen immer zu mir auch in Coachings und fragen mich dann, hey, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, und ich sage dann immer, schau dir doch die Frau an, die da vor dir steht. Stell irgendwelche Vermutungen über sie an. Na, ich vermute mal, du bist eine Studentin. Ich vermute mal, du studierst das und das. Oder rede über irgendwelche offensichtlichen Dinge, wie zum Beispiel, dass diese Frau sehr schwarz angezogen war, also komplett schwarz. Darauf habe ich mich einfach bezogen, um so mit einem kleinen Smalltalk in das Gespräch zu starten und das Ganze entspannt ins Laufen zu bringen. Cool. Was, wo geht's hin für dich? Zu meinem Freund. Schade. Du bist die erste Frau, die ich heute sehe, die ich echt sexy finde. Danke dir. Gerne. Also ein cooles Outfit. Wenn ich dein Freund wäre und du kämpfst in so einem Outfit zu mir, dann wäre ich noch länger dein Freund. Er freut sich hoffentlich. So, an dieser Stelle habe ich gecheckt, wo sie denn hin will. Erstmal checke ich das einfach immer ganz gerne, um zu wissen, was ist die Logistik, hat sie es eilig, hat sie vielleicht Zeit für ein Sofort-Date, aber auch, weil es ein relativ entspannter Gesprächseinstieg ist. Ja, weil dann erzählt sie, wo sie hin will, und meistens hat das, wo die Leute hinwollen, irgendwas mit deren Leben zu tun. Ja, entweder geht sie zur Arbeit oder zu einem Freund und die machen dann was zusammen, und dann findest du halt heraus, was sie zusammen machen. Also vielleicht ein Hobby von ihr findest du dann raus. Über diese Frage, wo geht's gerade hin, kannst du sehr viel herausfinden. Plus du klärst die Logistik und weißt dann direkt, hat die Frau jetzt noch mehr Zeit? Hat sie weniger Zeit? Spontan-Date, vielleicht kann ich direkt mit ihr nach Hause oder sowas. Das kannst du dann halt alles in diesem Moment theoretisch herausfinden. Und dann siehst du hier, oder hast du an der Stelle gesehen, sie hat gesagt, sie hat einen Freund. Jetzt kommen wir gleich nochmal, also du wirst gleich in der nächsten Szene sehen, warum das Gespräch trotzdem weitergeht, aber ich habe jetzt hier an der Stelle rausgefunden, sie hat einen Freund, zu dem sie gerade unterwegs ist. Ich hoffe es. Ist er auch so black-mäßig drauf? Ja. Dann passt das da. Obwohl, manchmal auch Farben. Aber wie ich Lust habe. Färbt der ab? Nee. Das wäre natürlich cool, wenn man das so macht, und hast hier so einen schwarzen... Blutfleck, wenn man das so macht und du hast hier so einen schwarzen Blutfleck, stell ich mir jetzt gut vor. Cool. Ja, super schade, dann brauche ich gar nicht weiter mit dir flirten. Fand ich auf jeden Fall sehr süß, danke. Hoffe ich, weil sieht echt klasse aus. Du wohnst auch in Berlin? Ja. Jetzt machen wir noch kurz Smalltalk. Ich rede kurz über ihren Lippenstift und frage, ob der abfärbt, und sage ihr dann, dass ich jetzt ja dann leider nicht weiter mit ihr flirten brauche. An dieser Stelle bin ich einfach sehr direkt, nur falls es nicht klar geworden sein sollte, was es wahrscheinlich an der Stelle schon ist, sehr deutlich. Aber dann weiß ja die Frau genau, worum es geht. So, und dann macht sie aber keine, also ich beende sozusagen an dieser Stelle das Gespräch oder leite das Ganze so zum Ende hin. Und sie macht aber keine Anstalten zu gehen, sondern sie fragt mich, kommst du aus Berlin oder wohnst du in Berlin? Und das hat mich an dieser Stelle so ein bisschen irritiert, weil sie hat einen Freund. Und ich habe gesagt, okay, cool, dann brauche ich nicht weiter mit dir flirten. Also habe nochmal meine Intention auch klar gemacht, nämlich Flirt. Und dann ist sie aber trotzdem im Gespräch geblieben. So, und das hat mich irritiert, und genau deswegen bin ich auch im Gespräch geblieben und habe mir gedacht, okay, mal gucken, was noch passiert, weil ich hatte das Gefühl, dass da irgendwas hintersteckt. Deswegen bin ich hier weiter im Gespräch geblieben. Du auch? Was machst du? Ja, Was machst du in Berlin? Ich bin Flirt- und Dating-Trainer. Ah. Ja. Okay, Kicker. Teils. Also so fängt man immer an und dann entwickelt sich das so weiter. Ja, kenne ich. Mein Bruder hat das auch gemacht. Dein Bruder hat das auch gemacht. Und jetzt hat er eine Freundin und jetzt ist er raus aus der Szene. Ja. Cool. Das ist echt schade. Manchmal trifft man so Frauen und denkst dir so, schade, dass sie einen Freund haben. Manchmal bist du so, ja, passt schon. So, wir quatschen hier weiter kurz Smalltalk, reden über, wo wir herkommen, und dann reden wir auch über Pickup und über Flirten. Und ich finde raus, dass sie Pickup gegenüber eine gute oder offene Einstellung hat, weil ihr Bruder das auch schon mal gemacht hat. Ich erzähle ihr, dass ich Flirtcoach bin. Genau, also es ist super entspannt. Ich habe ja vorher schon gemerkt, dass es eine relativ entspannte Frau ist, deswegen reden wir jetzt darüber. Und am Ende sage ich nochmal, dass ich es wirklich schade finde und sage ihr, dass sie super sexy ist, weil fand ich halt wirklich. Man könnte halt denken, dass es vielleicht zu viel Investment ist, wenn man das die ganze Zeit sagt, aber da sie ja geblieben ist, obwohl ich das Gespräch schon beenden wollte,
habe ich halt gemerkt, okay, grundsätzlich ist da Anziehung oder Interesse von ihrer Seite aus da. Und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn man dann so sehr direkt ist. Also wenn ich jetzt merke, die Frau will am liebsten gleich weiterlaufen, dann brauche ich auch nicht die ganze Zeit irgendwie ihr sagen, dass ich sie sexy finde, weil dann ist es einfach nur zu viel. Aber hier hat es eigentlich vom Verhältnis her sehr gut gepasst. Ich muss dich jetzt leider gehen lassen. Ich muss dich ziehen lassen. Willst du es dir nochmal überlegen, ob du einen Freund hast? Ich überleg's ja. Ja, überleg mal nochmal. Überleg mal nochmal ganz scharf, bevor ich gehe. Hast du wirklich einen Freund oder hast du vielleicht gar keinen Freund? Wir sind in einer offenen Partnerschaft. Ah, so, das ist die Szene mit dem Knackpunkt. Ich sage ihr, dass ich sie jetzt leider gehen lassen muss, weil sie ja vergeben ist. Und dann kommt raus, dass sie in einer offenen Beziehung ist. Und das war dann natürlich auch der Grund, warum sie wahrscheinlich im Gespräch hier drin geblieben ist. Und das war auch das, was ich da vorher vermutet hatte. Also wo ich dann dachte, okay, wieso führt sie das Gespräch fort, wenn sie doch einen Freund hat und ganz klar ist, was ich von ihr will. Aber das war der Grund, sie ist in einer offenen Partnerschaft und das spielt mir natürlich super in die Hände, weil ich auch mal 3 Jahre in einer offenen Partnerschaft war. Also das ganze Konzeptuelle ist mir halt bekannt. Und da haben wir gleich eine Gemeinsamkeit, auf die wir jetzt auch in den folgenden Szenen nochmal genauer eingehen werden. Cool, hatte ich auch vor 3,5 Jahren mal. Hatte ich 3,5 Jahre lang. Wonach suchst du jetzt? Das Gleiche. Also nicht offene Partnerschaft per se, aber einfach eine coole Rotation aus verschiedenen coolen Frauen so. Ja, das ist so mein Plan. So, in der Szene habe ich erzählt, dass ich auch eine offene Beziehung hatte, einfach um Gemeinsamkeiten zusammenzuführen. Das ist immer toll, wenn du Gemeinsamkeiten mit der Frau findest. Dann fragt sie mich, was ich denn momentan suche. Und dann habe ich ihr relativ klar und deutlich gesagt, was ich momentan suche. Nämlich, dass ich einfach momentan auf der Suche nach einigen coolen Frauen bin, die man so regelmäßig treffen kann. Also nichts Festes, sondern mehr so ein paar offene Sachen, die so nebeneinander herlaufen. Normalerweise wäre ich, und das würde ich dir auch nicht empfehlen, wäre ich nicht so super deutlich mit dem, was ich will, direkt beim Kennenlernen, 5 Minuten nach dem Kennenlernen, das ist einfach zu früh. An dieser Stelle habe ich das deswegen gemacht, weil ich gemerkt habe, sie ist da sehr offen, was diese Thematik angeht. Sie hat selbst eine offene Beziehung, dann ist es ja klar. Und weil das ganze Gespräch über schon eine sehr direkte Kommunikation war und ich es einfach auch nicht sehr kongruent, also nicht sehr folgerichtig gefunden hätte, hier jetzt auf einen anderen Stil umzuswitchen, flirtmäßig gesehen, hat sich einfach in dem Moment so passend angefühlt, hier direkt zu sein, weil ich die ganze Zeit schon sehr direkt war und weil sie einfach sehr offen, was diese Thematik ist, angeht. Normalerweise würde ich so eine Frage nicht direkt beantworten, sondern würde einfach erstmal die Frau kennenlernen und das so über die Zeit sich entwickeln lassen. Also ich würde so eine Frage nicht in den ersten 4 Minuten beantworten. Ich würde sagen, ja, ganz entspannt. Ich habe dich einfach gesehen und bin einfach auf der Suche nach coolen Frauen und ein paar Frauen kennenlernen. So, man weiß ja auch nicht, was dann daraus wird. Also ich wäre dann nicht so super konkret normalerweise. Hier aber schon, weil es halt gepasst hat. Wie lange seid ihr in der offenen? Letztes Jahr Oktober. Ja. Und bis jetzt funktioniert das gut? Ja. Sehr geil. Ich habe immer so die Erfahrung gemacht, meine Freundin hatte immer so einen Partner und ich hatte immer so mehrere verschiedene Partner. Ich habe das auch von anderen Leuten so gehört, dass Frauen haben halt immer einen Partner, wo sie denken so, also einen zusätzlichen Partner, wo sie denken so, mit dem habe ich eine gute Connection. Ja. Bei Männern ist es halt ein bisschen mehr so. Ich glaube, das ist also vom Instinkt her auch eher das, was Frauen genau wollen. Genau. Weil Männer wollen ja hauptsächlich ihre Gene. Ihre Gene verbreiten. Frauen wollen diesen einen tollen Mann. Genau. Cool. Finde ich cool, du bist so von dieser Einstellung her relativ aufgeschlossen, zumindest wirkt das so. Finde ich selten. Wenn ich mit Leuten über das Konzept rede, sind die immer sehr verwirrt und sind immer so, das könnte ich niemals. Achso, ja, in Berlin gibt es auch viele. Ja, hier eine Szene, wo wir einfach nochmal über dieses offene Thema quatschen. Das ist einfach super, wenn du Gemeinsamkeiten mit Frauen finden kannst, ist das immer super viel wert. Gemeinsamkeiten sorgen einfach dafür, dass ihr euch mehr verbunden fühlt und optimalerweise findest du in den ersten paar Treffen mit der Frau mehr Gemeinsamkeiten als Gegensätze. Also wenn du dich mehr auf die Gemeinsamkeiten fokussierst, dann bringt euch das mehr zusammen. Wenn du dich mehr auf die Gegensätze fokussierst, dann bringt euch das mehr auseinander. Da kann man natürlich jetzt argumentieren, wenn es die Gegensätze gibt, dann sind sie halt einfach da und sie sozusagen nicht wahrzunehmen, ist ja auch auf Dauer keine Lösung. Aber wenn du zum Beispiel weißt, hey, wir werden uns für ein paar Treffen und haben einfach ein paar Mal gut Sex und so und haben ein paar Mal eine tolle Zeit, dann ist es einfach nicht notwendig, nach irgendwelchen Nicht-Gemeinsamkeiten zu suchen, sondern da macht es viel mehr Sinn, einfach nach Gemeinsamkeiten zu suchen, damit man eine bessere Connection, eine bessere Verbindung hat. Das heißt, immer wenn du Gemeinsamkeiten findest im Gespräch mit einer Frau, ja, quatsch über diese Gemeinsamkeiten, das baut Verbindung auf, das baut Vertrauen auf und das ist sehr, sehr sinnvoll. Ja, ich muss jetzt auch weiter. Genau. Dann lass uns mal connecten, wenn du sowieso in einer offenen Beziehung bist. Dann ist das doch cool. Das musst du den Leuten auch sagen, ne? Sonst wissen die das ja gar nicht.
Aber man sagt das immer safe so, Freund, und da kann man ja gucken, ob der Typ cool ist. So mache ich das auch immer. Ich sage immer, wenn eine Frau mich anspricht, so, ich habe eine Freundin und dann gucke ich, was passiert. Ich bin sehr gespannt, was passiert. So, sie sagt jetzt, sie muss weiter und ich tausche dann mit ihr noch die Nummern aus, weil jetzt passt es ja, wenn es eine offene Beziehung ist, dann ist es ja in Ordnung. Wir tauschen an der Stelle Nummern aus und wir kommen noch kurz zu sprechen darauf, dass ich meinte zu ihr, sie sollte das am besten jedem Mann von Anfang an sagen. Und dann meinte ich immer noch zu ihr, dass es vielleicht doch nicht so schlau ist, weil man ja am besten erstmal sagt, ich habe einen Freund und dann kann man ja gucken, ob der Typ cool ist oder ob der Typ überhaupt im Gespräch bleibt. Und dann sage ich noch, ja, so geht mir das auch immer so, wenn die Frauen mich ansprechen, dann sage ich auch immer, ah, ich habe eine Freundin und dann gucke ich mal, was passiert. Ja, natürlich sprechen mich die Frauen nicht die ganze Zeit an. Also ich habe das sehr selten erlebt, bis Frauen mich angesprochen haben. Ich bin meistens der, der da aktiv auf die Frauen zugeht. Aber das sind einfach so lustige, humorvolle Sprüche, die ich manchmal bringe und die bei der Frau auch den Eindruck erwecken können, dass ich ein Mann bin mit sehr großer Auswahl. Ja, so ist es ja auch. Aber die Frauen kommen halt nicht auf mich zu, sondern ich gehe auf die Frauen zu. Aber das wirkt halt so. Also wenn du da stehst als Mann und du bist relativ selbstbewusst und in diesem Gespräch bin ich sehr selbstbewusst aufgetreten und dann sagst du sowas wie, ja, die ganzen Frauen sprechen mich ständig an, das ist total nervig, ich weiß, die wollen immer nur meinen Körper, ich weiß gar nicht, was das soll. Ja, dann wird sie natürlich einerseits lachen, aber sich andererseits auch fragen, wie viel davon denn vielleicht doch wirklich wahr ist. Und das sind einfach so ganz tolle kleine Sachen, wie man seinen eigenen Wert auch so ein bisschen steigern kann. Ich finde es halt einfach, ich persönlich mache das halt, weil ich es sehr witzig finde. Ich mag es total gerne, diese Dynamik umzudrehen, wo die Frau normalerweise sagt, oh, ich werde die ganze Zeit von Männern angesprochen. Ich drehe das immer super gerne um und bin so, ich werde die ganze Zeit von Frauen angesprochen. Was soll denn das? Und einfach, wenn ich so selbstbewusst auftrete, dann glauben mir die Frauen das auch teilweise, obwohl es halt nur so ein Joke war. Und deswegen spielt mir das doppelt in die Karten. Erstens ist es witzig und zweitens denkt sich dann die Frau, okay, ist das vielleicht wirklich wahr? Wird er vielleicht oft von Frauen angesprochen und stuft dich dann als Mann als wertvoller ein? Yes. Ich wollte sagen, ja. Weißt du meinen Namen noch? Nicht schlecht. Ich gebe zu, wir haben uns einfache Namen ausgesucht, aber... Vielleicht heißen wir gar nicht so. Vielleicht sagst du extra immer drin. Ja. Man braucht halt die Namen gar nicht. Es geht ja um die Verbindung. Die Namen sind gar nicht so wichtig. Ja, auch. Ciao. Cool. Ist ziemlich heiß. So, das ist das Ende des Gesprächs. Das Gespräch war von Anfang bis zum Ende sehr, sehr sauber. Hier am Ende nochmal eine kleine humoristische Sache. So unsere Namen. Das hast du jetzt nicht gehört, weil ich den Namen rausgeschnitten habe. Aber sie hatte einen sehr kurzen Namen. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht sind das gar nicht unsere richtigen Namen. Und sie so, ja, vielleicht haben wir uns die nur ausgedacht. Und dann habe ich noch zu ihr gesagt, ja, es braucht ja auch keinen Namen. Es ist sehr wichtig, dass die Connection stimmt. Also der Abschied war auch sehr, sehr schön. Es war nochmal so, ich mag das gerne, wenn man so sich im Gehen verabschiedet. Man guckt sie noch so nacheinander um und sagt nur so ein paar Worte und grinst sich nochmal an und dreht sich dann um. Das Ding war einfach von vorne bis hinten ein sehr sauberer Flirt. Klar, optimalerweise wäre man direkt vor Ort irgendwie was trinken gegangen oder hätte was gemacht. Das ging natürlich nicht, weil sie auf dem Weg zu ihrem Freund war. Und ja, natürlich lässt sie ihren Freund jetzt nicht für mich sitzen, den sie jetzt vor 5 Minuten auf der Straße kennengelernt hat. Das ist ja offensichtlich. Aber von vorne bis hinten einfach ein sehr sauberes Gespräch. Und achte mal auf so Kleinigkeiten wie das mit dem, wo sie meinte, sie hat einen Freund und dann habe ich das Gespräch beenden wollen, aber sie ist im Gespräch geblieben. Und wenn sowas passiert, dann bleibe ich auch im Gespräch und gucke mal, was denn jetzt hier Sache ist. Weil manchmal kann es auch sein, dass die Frau am Anfang sagt, sie hat einen Freund, so als reinen Defensivmechanismus, du dann aber später rausfindest, dass sie doch keinen hat. Ich glaube, das passiert nicht so häufig, aber das kann passieren und an so einer Stelle könnte das passieren. Ja, ich habe dann ja auch zu ihr gesagt, willst du dich nochmal überlegen, ob du einen Freund hast? Überleg doch nochmal ganz scharf. Und dann hat sie ja auch gesagt, ja, vielleicht habe ich doch keinen. Und dann meinte sie auch zu mir, sie hat eine offene Beziehung. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass sie vielleicht am Anfang das nur zur Defensive gesagt hat, bei mir war es ja jetzt nicht wegen der Defensive, dann bleib ein bisschen dran und guck mal, was du noch rausfindest. Und dann kann es halt sein, dass eine Frau, die einen Freund hat, plötzlich keinen Freund mehr hat oder du herausfindest, dass das Ganze eine offene Beziehung ist und deswegen sie dich ja durchaus treffen kann. Das war's vom heutigen Live-Flirt. Schön, dass du dabei warst. Schreib mir in die Kommentare, wie du den Live-Flirts fandest, ob du schon mal solche Erfahrungen gemacht hast wie ich, was dieses Freund-Thema angeht, wie da deine Erfahrungen sind. Schreib es mir in die Kommentare. Oben rechts kannst du den Channel abonnieren, hier unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Ich habe noch einige Plätze Richtung Winter hin frei. Und unten rechts geht es zu einem Video, das ich dir persönlich empfehle, wenn dir dieses Video gefallen hat. Toll, dass du dabei warst hier am Samstag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.